dabei Announcement gab. Es sieht schon cool aus. Ich weiß nicht, wie sehr ich die neue Mechanik nutzen werde. Weil ich werde das mit meinem Militia weiterspielen. Das ist nämlich der, der mir bis jetzt am meisten Spaß gemacht hat. Danke. Und deswegen mal down. Also so Kampf mit dem Auto und sowas, was es da jetzt gibt. Das werde ich wahrscheinlich nicht nutzen können. Alle Spuren dieser Seuche. Ich kann schlecht mit meinem Katana oder mit meinem Mantis klingen. Weil die hast du ja im Auto. Deswegen mal gucken. Also ich bin gespannt, was da kommt. Der Patch soll ja vorher kommt 2.0. Deswegen mal reingucken. Genau. Das ist halt auch wieder das Problem. Es kommen jetzt so viele Spiele im September und du denkst dir so, wann soll ich das spielen? Ja. Ja, also in der Woche habe ich Nachtschichten. Nur noch erstmal Koop mit dir. Und dann wahrscheinlich Starfield und Cyberpunk. Heute stirbt. Ja, müssen wir gucken, was wir dann als nächstes im Koop machen. Die Schutzausrüstung ist löchrig. Ja, wir haben ja theoretisch hier noch Wildlands und sowas, das wollten wir ja mal angucken. Ja, aber das muss ich noch holen, aber nicht mit diesem Monat. Diesen Monat ist kein Geld mehr da. Ja. Hast du das nicht schon? Nein. Okay. Zack, das Ende der Liebe. Alles in Ordnung? Nein, hier ist nichts in Ordnung. Wo kommen die denn jetzt? Von unten. Und von oben. Und ja, alle unter Sperrfeuer setzen hier. Ach du Scheiße! Nein, tust du nicht. Ah, er will, dass wir nach unten gehen. Ich würde sagen, ist ja ganz einfach, springen wir hier runter. Letzte Kiste spreng ich jetzt. Seuche eliminiert. Gute Arbeit, Agent. Und jetzt raus da. Na, erstmal noch ein paar Gegner rettieren. Natürlich, jetzt stecke ich trotzdem in Brand, ne? Das ist super. Zeig dich. Alter, dein Ernst? Von der anderen Seite noch? Archduke kommt. Das wäre so ein Hammer-Typ. Der nicht unbedingt der Hammer ist. Oh, Scheiße. Geh weg, lass mich in Ruhe. Nimm ihn mit unter Sperrfeuer. Oh.
Oh, scheiße, hat der dich lieb. Wer nur da unten Ring-Ring-Reihe spielt, ich komme mich mal um die Reingevieh. Ich wollte gerade sagen, müssen wir die mal eben vom Arsch halten. Wo ist er? Da ist er. What the fuck? Wie hat der mich denn jetzt getroffen hier? Ja, geh da rüber! Geh da rüber! Will nicht! Spring da rüber! Meine Fresse! Das letzte, was wir brauchen, ist noch eine Epidemie. Isaac hat übrigens mehrere Lagercontainer in der Nähe entdeckt. Sie scheinen seuchenfrei zu sein. Ich schicke ein Team, das sie untersuchen soll. Vielleicht enthalten sie etwas Nützliches. Meine Güte, ey. Lass mal noch den Loot mitnehmen. Er ballert hier rum. Da haben wir noch eine Mission. Die ist... Oh, das Safe House haben wir noch gar nicht. Okay. Dann müssen wir wahrscheinlich von hier aus laufen. Von Navy Plaza. Sind Nudeln, die aussehen wie Reis. Muss mal gucken, ob wir die finden. Nudeln, die aussehen wie Reis? Ja, schicke ich dir gleich. Wo ist das, Togo? Im Navy Plaza im Osten. Oh, können wir jetzt das, die Endquest machen? Willst du die schon? Also nicht, sollen wir die schon machen? Dann sind wir eigentlich durch. Also wir hätten noch zwei Nebenmissionen. Ja, dann eine Nebenmission. Eine noch. Eine Nebenmission. Ja, geh du mal dahin, ich spawne dir sofort nach, dann schicke ich dem die Bilder. Alles klar. Petra hatte mir das nämlich, sagte nämlich, die macht da so Nudeln. Und ich hatte ihr gesagt, die sollte mir die mal schicken. Wo bin ich denn überhaupt? Wo bist du denn so weit da unten? Und du musst mir mehr schreiben, Togo, du musst mal wieder weiter nach oben kommen. und ich hätte gesagt, die soll mir die mal schicken, weil ich mich da drunter nicht... Griechische Nudeln? Ja. Okay. Das sieht schon geil aus, ne? Aber ist die Frage, wo kriegen wir die denn hier? Irgendwo? Ja, das ist die Frage. Wo genau? Zur Not Amazon. Ja, muss ich ja mal gucken. Ja, ich muss auch gleich schon was essen. Ich hab Kohle ab irgendwie heute. Denk dran, die wollen uns töten. Ich mach dich. Du Stück Scheiße, ich wollte eigentlich jetzt Schnellreise machen. Ja, ist doch besser also so für dich. Heute drei Brötchen gegessen. Und ein Drittel Kuchen. Ja gut, das ist ja jetzt nicht wirklich viel. Ja. Aber ich bin satt. Warum finde ich die schon wieder nicht auf der Karte? Da hinten einen Außenposten. Den tue ich jetzt einfach mal hier so liegen lassen. Links und rechts. Juli, war auch lecker. Hi, da bist du wieder. Sag mal, wo hast du die gekauft? Hey. Hast du die bestellt bei Amazon? Amazon? Feindlicher Kontrollpunkt in der Nähe. Das sieht doch lecker aus. Also ich hätte es auch gegessen. Zumindest mal probiert, sagen wir mal so.
Oh Mist, oh Mist, oh Mist, oh Mist. So, ohne Deckung ist doof. Ja, ganz doof. Spa haben wir leider nicht. Vielleicht hat das Kaufpark. Kaufpark? Kaufland? Nein. Kaufpark? Kaufpark. Oder wie heißt der komische Laden bei uns? Mal, obwohl, wir haben bei uns in der Innenstadt jetzt so einen griechischen Spezialitätenhändler. Da vielleicht. Ich möchte ja die Griechen bei uns fragen, aber dann kriege ich alles nur nicht das, was ich haben will. Ein Spa haben wir leider nicht. Aber was ich gucken könnte, ist Kaufpark heißt das, glaube ich, bei uns oben. Die vielleicht da gibt. Warten wir auch mal eine Zeit lang. Eigentlich müsste man die auch dann bestellen können, denke ich. Ist dann auch so bekommen. Aber es sehen cool aus, Dinger. Wie hast du die gemacht? Ganz normal wie normale Nudeln auch? Okay, Agent. Wir spielen es mal gemeinsam mit Odessa durch. Die Hyenas bunkern einen Haufen Kampfausrüstung in der Polizeiwache. Monturen, Rauchgranaten, sowas halt. Wenn wir ihnen das abnehmen, ich komm sofort nach. Verwenden. Ja, warte ich eben. Und wir können es außerdem gegen die Hyenas und die Two Sons einsetzen. Ich wünschte, dieses Mal könnte ich dabei sein, Agent. Viel Glück. Ja, dann beweg doch dein Arschkind, da bist du auch dabei. Was ist denn da unser Sphere? Maranuba hat nur zwei Tomaten und etwas Milch ist nicht genug. Das ist das, was sie heute gegessen hat, aber die hat auch keinen Hunger den ganzen Tag. Was liegt ja nicht an mir? Ich habe keine Rüstung mehr. So, ich bin hinter dir. Agent, das ist zwar protokollwidrig, aber... Ich bat Sie doch um einen Gefallen bei einer persönlichen Angelegenheit. Könnten Sie den Status von Fall Nummer 8150 überprüfen, falls Sie einen funktionsfähigen Computer finden? Sollte ein Mordfall sein. Alter, geht die Musik gerade ab. Ey, der Wichser war mal ein Film, du Idiot. Das war einer von uns! Ist ein Medic. Heute schon mal auf Pelle 3, Togo. Du wirst den normalen Schwierigkeiten so am Anfang hassen. So schlimm? Ja, Bulldozer, Medics, Taser, Cloaker, Sniper. Auf den niedrigsten Schwierigkeiten. Ja. Du hast das Gefühl, du spielst Todeswunsch. Aber du hast auch keine Ausrüstung, nix. Wahrscheinlich erstmal nur anzocken und dann mal gucken. Edeka hat das dran? Müssen ja nach Edeka erfahren, habe ich eigentlich keinen Bock drauf. Wo ist ja gleich um Ecke, könnte man auch hingehen. Bei Edeka ist immer so teuer. Oder Petra schickt mir die. Viele damit Petra, sie kriegt Hohn und wir kriegen komische Nudeln.
ich muss auf der Firma auch immer dealen, ja? Ich habe da jemanden, die, wenn mein Schichtleiter nicht da ist, sagt Bescheid. Nächsten Monat. Wegen Bestellen, dann gehe ich zu ihr. Und dann bestelle ich sie immer, kriegt sie Knöppers oder Sprite, kriegt sie dann, weil die darf keine Cola trinken. Verträgt nämlich keine. Datei zu Fahrnummer 8150 heruntergeladen. Bingo. Ich wusste doch, dass Sie einen Verdächtigen haben. Agent, könnten Sie mir noch einen Gefallen tun? Können Sie in der Asservatenkammer nach Beweisen suchen? Wie will die das denn abarbeiten? Die Vorräte sollten auf dem Parkplatz sein. Die Kammer müsste sich auf dem Weg dorthin befinden. Milis kommen. Alle Munition leer. Ja, lass die mal kommen, die Schrot hilft schon. Ich treffe nur oben nicht gerade. Da musst du mir sagen, was du sonst haben willst. Aber dann brauche ich deine Adresse, damit ich was bloß hinschicken kann. Wie lange soll das dauern, bis das denn bei dir ist? Soll ich jetzt echt hier runterspringen? Ja, ernst? Hast du so viel geholt von dem Holy-Zeug? Ich habe schon lange keins mehr bestellt. Wechsel jetzt doch mal das Scharfschützengewehr. Das andere macht doch ein bisschen mehr Bums. Tut das nicht eh schon? Okay, Agent. Machen wir diesen Kerlen die Hölle heiß. Scharfschützengewehr. Was ist das denn für ein Ding? SDV extra überlegen. Wow. 14k Damage, Junge. Ich will ein Scharfschützengewehr und kein Spielzeug. Boah, das wird ekelhaft. Ich bin sofort hinter dir. Ach, du warst gar nicht hier. Ich bin immer voll da. Außer wenn ich nicht voll da bin, dann bin ich nur halb da. Aber auch wenn ich halb bin, bin ich voll. So. Unterstützung ist da. Verstärkung. Komm noch mehr. Ah, ich wollte doch nur an die Minigun. Die ist verboten, Togo, darfst du nicht dran.
Jetzt kannst du. Ich nicht darf, dürfen die auch nicht. Untersuch du mal die Kampfmontur. Was habe ich jetzt hier bekommen? Und gleich wir werden beschossen. SASG 12. Kohlefaserrahmen für eine Mini, für eine Minigun. Kommt, zeigt euch. Haben sie aber scheiße positioniert hier. Man kann nichts treffen. Obwohl, ich sehe nicht mal was hier. Team los, um die Vorräte zu bergen. Agent, ich schulde Ihnen was. Zu Beginn des Ausbruchs wurde ein Freund von mir ermordet. Jetzt kann ich mich dank Ihrer Hilfe darum kümmern. So, Einsatzgebiet verlassen und dann mal kurz Inventarcheck machen. Ich glaube, ich habe schon wieder ein paar gute Waffen bekommen, bevor wir jetzt zur Hauptmission gehen. Sollen wir vorher einmal kurz Back to Main Base machen? Ja, mal gucken, was die so Neues haben, dass man einmal Rüstung austauschen kann. Wir haben jetzt nur noch die letzte, also einmal Back to Operating Base. So, 8 von 8 Mitarbeiter haben wir. So, dann schauen wir mal eben. Inventar. Rotflinte braucht keiner. Leichtes Maschinengewehr, nett. Und das ist halt immer nur so eine Scheiße hierbei, ne? Ist ja nichts bei, was du gebrauchen kannst. Ein leichtes Maschinengewehr mit 50 oder 30 Kugeln ist aber auch so eine. Das bringt dir auch nicht. Nee. Weil dann brauchst du mindestens 100 Kugeln, dann bist du richtig so. Ja. Dinger, deine Boxen, die du bekommen hast, ne? Yep, die gucke ich auch gleich noch durch.
eigentlich wirklich was an Waffen. Und hier habe ich lieber meine Tischsachen behalten. So, aber eben noch die Behälter auf. Nehmen wir schon mal Mist drin. Eine Tommy Gun. Netter Schaden. Oh, wieso kann ich jetzt nicht schnell reißen? Aber leider nein. Schön, Sie zu sehen, Agent. Boah, eine Scheißwaffe, das gibt's ja gar nicht. Hier gibt's nur das Beste. Oh, der Rucksack war nicht schlecht. Mit Ihnen mache ich gern Geschäfte. Vielen Dank, Agent. So, are you ready to rumble? Ja. Dann stürmen wir jetzt mal das Kapitol. Genau, also nicht auf Geist von Trump wir diesmal. Haben zwei Ziele. Zum einen wollen wir die True Sons aus ihrer Burg werfen, aber noch. Sondern wir tun fürs Gute diesmal. Es ist abgesegnet vom Gebäude. Okay, das macht es nicht besser, wenn ich jetzt sage, es ist abgesegnet vom Präsidenten. Du hast nicht gesagt, welchen Präsidenten, also geht das ja. Ich könnte jetzt sagen, von unserem Präsidenten. Da kommt auch an, wen wir da jetzt als unseren Präsidenten nehmen. Ja, kannst alle nehmen, sind alle scheiße. Also, ich denke, wir gehen direkt zum Stützpunkt durch, oder? Ja. Ich weiß nicht, wie lange unsere Vorräte noch reichen. Hier ist... Ja, du hast, denn? Oh, der hat was Schönes fallen lassen, glaube ich. Legendaries und Epics. Die ich mir nicht mehr angucken werde. Nicht für unser Level. Kurz vorm Ende des Spiels sind. Ist halt die Frage, was du dann in dem anderen Teil machen kannst oder ob das einfach nur gegrindet danach ist. Da keine Story hinter ist, bringt uns das ja nichts. Verbündeter Kontrollpunkt in der Nähe. Da geht auch falsch rum, ne? Kapitol ist doch da hinten. Genau.